Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Train Simulator 2 Video. Und heute kümmern wir uns um die Einführung und die Tutorials in die Nahverkehr-Drehstrecke, die aus dem Rush Hour DLC, Mandel, wie auch immer man es nennen mag, kommt. Und ich würde sagen, wir starten mal rein. Willkommen bei Train Simulator 2. Einer immersiven und hochdetaillierten Eisenbahnsimulation mit authentischen Strecken und Zügen aus aller Welt. Sie haben Aktionspunkte erhalten. Diese werden oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt und zu Ihrer Gesamterfahrung hinzugezählt. Man muss stetig auf die umgebende Welt achten. Üben Sie, indem Sie nach oben, unten, links und rechts schauen. Oh Gott. Nach oben. Unten. Links. Warum leckt es? Und rechts. Nein. Folgen Sie den Markierungen, um im Bahnhof zu navigieren. Dies ist eine von vielen Nebenaufgaben. Aber nicht alle sind so leicht zu entdecken. Ich habe das Gefühl, Ultra ist doch zu krass. Ja, schon wieder das Ganze mit dem Codierer. Aber irgendwas läuft hier allgemein noch ein bisschen unsmooth. Obwohl es eigentlich mehr als nur smooth laufen sollte. Geändert. Von Ultra auf hoch. Läuft super. Mal schauen, ob es jetzt läuft. Vielleicht läuft es einfach nur ein OBS. Ist doch auf hoch, ne? Oder habe ich es wieder zurückgestellt? Okay, never mind, verredet. Ich raff's nicht. Es ist irgendwie ganz weird. Eigentlich war es gefixt. Jetzt ist es doch wieder nicht gefixt. Also ich habe teilweise echt das Gefühl, ich würde auf dem Gammelrechner zocken, aber es ist das komplette Gegenteil. Öffnen wir die Türen. Oh. Sie werden viel Zeit mit Fahren verbringen. Setzen Sie sich also auf den Lokführersitz. Sie können das Erlebnis jederzeit anhalten, um Ihre vorherigen und derzeitigen Ziele anzusehen. Überprüfen Sie sie jetzt und kehren Sie zum Spiel zurück, sobald Sie fertig sind. So, das Escape-Menü, da war ich schon häufiger mal drauf. Wir haben mit Dresden auch ein paar auf Dresden. Oh, wir sind mittlerweile sehen wir auch hier den Höhenmeter und. Ich denke mal, das sollen die Höhenmeter sein. Und. Was ist denn das, die Höhenmeter? Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle sehen wir auch nochmal hier die Station. Hier ganz wichtig auch die Länge des Zuges und das Gewicht, vor allem für Rangierfahrten und so weiter und so fort. Ich hätte gedacht, wir erfahren ein bisschen mehr. Eine Blickfeldanzeige ist jetzt rechts auf dem Bildschirm. Diese zeigt an, was der Zug macht. Ja. Dies ist die Geschwindigkeitsanzeige. Die weiße Nadel zeigt Ihre derzeitige Geschwindigkeit. Die rote Markierung zeigt die derzeit erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Ja, das kennen wir. Ups. Dann haben wir noch hier halt Bremsdruck und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das werden wir alles noch gleich erfahren. Dies ist die Richtungswendeanzeige. Ein Pfeil zeigt Ihnen die Stellungen vorwärts, rückwärts und neutral. Dies ist die Leistungsanzeige. Eine Zahl zeigt die Position des Leistungsreglers an. Dies sind die Bremsindikatoren. Sie zeigen den Zustand der verschiedenen Bremssysteme an und ermöglichen deren unabhängige Steuerung.
Oben rechts sind die Signal- und die erlaubte Geschwindigkeitsanzeige. Diese zeigen an, was sich nähert und eine Countdown-Distanz, ab wann es in Effekt treten wird. Einige dieser Anzeigen können im Einstellungsmenü ausgeschaltet werden, wenn Sie eine größere Herausforderung wählen möchten. Dieser Zug ist bereit für die Abfahrt. Schieben Sie den angegebenen Hebel vorwärts, um loszufahren. Dann machen wir das doch mal gleich. Auf der rund 80 Kilometer langen Bahnstrecke Riesa-Dresden verkehren sowohl Express- und Fernzüge als auch diverse Güterzüge der ansässigen Industrie. So, jetzt gibt es auch keine Probleme mehr mit dem Laggen. Also es ist echt wieder nochmal gefühlt beim Laufen. Gut, dass man hauptsächlich fährt. Ja, hier Industrie und so weiter und so fort. Haben wir auch schon in der Einführung oder in der Strecken, wie kann man es nennen, in der Streckenbeschreibung mitbekommen. Da haben wir, sehen wir sogar wahrscheinlich sogar teilweise die anderen Loks, die wir auch noch in der Einführung hier auf der Strecke zu sehen bekommen. Und für diejenigen, die vielleicht... Train Sim World 2 bietet Ihnen bei der Fahrt eine Auswahl an verschiedenen Kameraansichten. Werfen wir jetzt einen Blick darauf, während wir diesen Zug erkunden. Für diejenigen, die... Machen wir mal die 3... Für diejenigen, die vielleicht sogar Transit World mittlerweile bereits schon kennen, ich mache das immer so, dass ich... Sie haben hier nur ein kleines Gebiet gesehen. Schauen wir, was es sonst noch zu entdecken gibt. Zum Glück gibt es keine Punkte, ich bin zu schnell. Willkommen in Dresden im Osten Deutschlands. Gelegen in Sachsen an der Elbe. Erleben Sie, wie sich vom historischen Dresdner Hauptbahnhof aus eine Vielzahl von Zügen in einem bunten Mix aus S-Bahn, Regional-, Intercity- und Güterzügen ins Umland ausbreiten. Auf der Route können Sie Streckenkarten platzieren, Erste-Hilfe-Punkte auffüllen, Gartenzwerge bemalen und Spraydosen aufräumen. Wählen Sie zwischen Pendler- und Güterverkehr, während Sie durch die malerische deutsche Landschaft fahren. Willkommen bei Riesa Dresden. Aha, interessante Gartenzwerge also und Spraydosen. Gab es auch hier für ein paar kleine Erfahrungspunkte. Ich würde sagen, ich springe direkt zum nächsten Tutorial und erzähle dann das, womit ich gerade zweimal bereits begonnen habe. Willkommen zur Lokführerschulung. Hier werden Sie durch den Betrieb einer BR-143 Elektrolokomotive in verkehrsroter DB-Lackierung geführt. In dieser kurzen Einführung werden wir über die wesentlichen Fahrsteuerungen und den Fahrgastbetrieb sprechen. Wenn Sie bereit sind, steigen Sie ein, um zu beginnen. Natürlich doch. Ich mache es immer so, dass ich die Szenarien hauptsächlich zuerst fahre, bevor ich den Farbmodus fahre. Also wieder rausspringen. Mein oberstes Ziel ist... Bloß nicht drehen. Nee, mein oberstes Ziel ist... Ich check's einfach nicht. Mein oberstes Ziel ist in den Szenarien die... Wir werden die Lokomotive erst einschalten müssen. Gehen Sie dazu zum Schaltschrank. Die Goldmedaille zu bekommen. Um das Führerpult zu aktivieren, muss die Batterie eingeschaltet werden.
Verwenden Sie den Batterieschalter und stellen Sie ihn auf die Position 1. Diese Lokomotive nutzt einen Stromabnehmer, um Energie aus der Oberleitung zu ziehen. Stellen Sie den Stromabnehmer-Wahlschalter auf hinten. Machen wir doch mal gleich. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. Hier werden Sie den Großteil Ihrer Zeit verbringen. Und ja, das ist mein Hauptziel und danach... Die Spitzensignale müssen eingeschaltet werden, um anderen mitzuteilen, dass diese Lokomotive betriebsbereit ist. Das Ganze mache ich dann natürlich auch mit Zugsicherheitssignalen. Aktivieren Sie nun den Stromabnehmer, sodass er sich hebt und mit der Oberleitung verbindet. Natürlich Zugsicherheitssystem. Der Zug ist bereit, unter Spannung gesetzt zu werden. Dies wird durch den Hauptschalter gesteuert. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um zu überprüfen, ob es sicher ist, die Türen zu entriegeln. Ja, ist sicher. Alles gut. Was? Achso, Türen entriegeln natürlich. Links. Fahrgasttüren öffnen und dann lassen wir die Fahrgäste einsteigen. Und im Anschluss daran fahre ich per Zufall, also ich werde einen Random Number Generator nehmen und fahre dann zufällig in der jeweiligen Jahreszeit Fahrten im Fahrplanmodus, da auch mit dem primären Ziel der goldenen Medaille und alles weitere ist dann Zusatz. Es ist Zeit zum Losfahren. Schließen Sie die Türen. Türen schließen. Das dann aber so. Mit dem Richtungswender stellen Sie die Fahrtrichtung ein. Richtungswender auf Vorwärts. Die Bremsen des Zuges müssen gelöst werden, bevor wir losfahren können. Bewegen Sie den angezeigten Hebel, um die Zugbremse auf Lösen zu stellen. Lösen wir die Zugbremse. Und warten, bis die Bremsen gelöst sind. Sollten sie jetzt sein. Der Zugkraft-Bremskraftwähler bestimmt, wie viel Zugkraft dem Zug zugeführt wird. Ja. Und natürlich auch mit AFB fahren wir natürlich auch, ne? So sind ich. Auf 100%, okay. Der Geschwindigkeitswähler erlaubt es dem Lokführer, die Geschwindigkeit der Lokomotive einzustellen. Sobald die gewünschte Geschwindigkeit eingestellt ist, dies wird durch eine rote Nadel auf dem Tachometer angezeigt, wird die Lokomotive auf die gewünschte Geschwindigkeit beschleunigen. Ja, okay, dann haben wir sogar hier schon AFB quasi. Dann haben wir die schon in der Beschreibung mit drin. Beziehungsweise eine Mischung aus beidem. Oh Gott, geht aber ab hier. Das war mit R und F, glaube ich. Nein, das war nur mit R und F. Das ist mit R und F gewesen. Okay. Eigentlich war das doch mit R und F, oder nicht? Aber okay. Und nicht mit A und D. Aber gut, ist glaube ich jetzt auch, liegt glaube ich jetzt daran, weil es ein anderes System ist. Weil es nicht separat ist, sondern eher gebunden. Wobei, irgendwie macht das zumindest wenig Sinn von dem, was ich in Erinnerung habe. Dann können wir jetzt eigentlich erhöhen auf 100, mehr oder weniger sogar. Und der nächste Halt ist dann Priesterwitz. Wo wir dann kurz mal die Fahrgäste aussteigen lassen. Und ich fahre natürlich auch jetzt, also wie gesagt, es ist halt allgemein gesehen, also ich fahre auch auf britischen Strecken und auf der bisher einzig französischen Strecke fahre ich auch mit Zugsicherheitssystem. Auf den
amerikanischer Schrecken bis da schon noch nicht, aber es ist zumindest angesetzt, dass das in Angriff genommen wird. Da gibt es da so die eine oder andere Güterschrecke, wo man das Ganze mal probieren kann. So genau, bei den Tutorials fahre ich halt erstmal ohne zusätzliche Systeme einfach, weil es zum Teil gesperrt ist und zum anderen halt nicht gefordert ist. Das war das erste Mal, also ich sei quasi mit das erste Mal dabei, wo ich, oh, ihr seid mit dabei, wo ich das erste Mal hier auf der ersten, und wobei, nee, das ist nicht die erste Fahrt auf einem, auf dem, einer Strecke vom Rush Hour DLC, denn ich habe bereits schon einmal auf London Commuter eine Fahrt gemacht, die ihr bestimmt irgendwann in schätzungsweise 2 Wochen sehen werdet. Kommt auf 60, bisschen spät. Aber das sollte die AFB doch eigentlich schaffen, oder? Schalten wir mal die ein bisschen stärker ein. Wunderbar. Dann haben wir die 60. Dann sind wir auch gleich in Priesterwitz. Sogar mehr oder weniger wegen Priesterwitz. Geht einfach mal runter auf. Sie nähern sich nun Ihrem ersten Halt. Verringern Sie die gewählte Geschwindigkeit, um zu bremsen. Nutzen Sie die Zugbremse, falls Sie zusätzliche Bremskraft benötigen. Runter auf. Okay, wir sind ja noch weit weg, Mensch. Ich dachte, das wäre jetzt hier schon hier. Aber okay, wir haben ja noch ein paar Meter vor uns. Und noch ein guter weiter Weg. Und ja, es gibt zusätzlich zu, also quasi so die zweite Priorität, die jetzt eigentlich keine Priorität ist, weil es einfach nur ein, ja, nices Feature ist, was wir irgendwann mal per Livestream dann die Idee hatten, dass alle Fahrten auch in eine Verspätungstabelle oder in einer Verspätungstabelle auftauchen. Runter auf 30, die 30 habe ich nicht mitbekommen. Und die Haltetafel habe ich eigentlich immer deaktiviert, aber ich glaube, es ist tutorialmäßig immer mit aktiviert. Hallo? Ja. So, wollte ich eigentlich nicht bremsen. Okay, ich musste noch ganz rausgehen. Fahren wir mal kurz ein Stückchen vor. Genau, es gibt eine Verspätungstabelle sowohl von meinen Fahrten als auch von denen von Lavan. Wo dann bei jeder Fahrt, sofern es möglich ist, dann die Verspätung eingetragen wird und ausgewählt wird anhand der. Oh Gott. Nein, nicht bei links und rechts, nur rechts. Anhand der Vorbilder in Realität. Sprich, beispielsweise jetzt hier in Deutschland wäre das dann so 6 bis 16 Minuten. Ist noch im gelben Bereich, so gelb-grünen Bereich, sagen wir es mal so. Und alles über 16 Minuten ist dann schon so ein bisschen. Na. Wär's mal besser gefahren mäßig. Und dasselbe dann halt auch bei den anderen Strecken. Also ist schon ordentlich was dabei, seht ihr auch immer in der Videobeschreibung bei mir. Und meistens bei Lavan dann halt angepinnt als Kommentar, weil er es meistens gerne mal vergisst. So, schließen wir das Ganze.
Fahren Sie dieses Mal ohne Führung zum nächsten Bahnhof. Sehen wir mal, wie Sie zurechtkommen. Kriegen wir hin? Ein Test der Notbremse wird während Ihrer Fahrt durchgeführt. Okay, sehr schön. Dann kriegen wir mal einen Test von der Notbremsung. Ich hoffe, ich kann jetzt nicht besser. Schön ein gemischter Güterzug. Verschleudern geht erstmal so auf 30. Wir sind ja keine S-Bahn, wir sind ja ein Regionalexpress. Der nächste Halt ist dann Niederau. Aber wir bekommen nochmal eine Notbremsung reingedrückt. Eine kann ich schon erhöhen auf 120. Wobei, ich glaube, wir beschleunigen eventuell sogar zu gut. Deswegen gehen wir dann lieber gleich auf die 120 Kilometer pro Stunde. Ja, hallo? Ich merke, es geht bergab. Dementsprechend gehen wir mal lieber auf. Ja, springen zwischen 60 und 50. Aber wir sind jetzt da wieder wir sind vom Ausweichgleis runter und sind jetzt wieder auf der Hauptstrecke. Deswegen dürfen wir jetzt auch 120. Und dann beschleunigen wir mal. Ich schätze mal so, dass wir ungefähr in spätestens 3 Kilometer eine Zwangsbremse bekommen. Beziehungsweise die Notbremsung reingedrückt bekommen. Ich werde dann, glaube ich, nochmal in der Zwischenzeit, also nachdem ich diese Aufnahme über die ganzen Tutorials zu Ende habe, wie viele Punkte braucht man nochmal? 2000 war Silbermedaille. War das 2,8? Ich glaube schon. Werde ich auf alle Fälle nochmal dann hier die Prozessor-Priorität von OBS nochmal wieder auf normal zurückstellen, weil das ja lieber dann wieder so ist, wo ich weiß, dass es auf alle Fälle auch bei den anderen Sachen gut funktioniert. Auch wenn ich jetzt keine Probleme habe, also die CPU ist bei 35% gerade. Ebenfalls wie die GPU, aber ach ja, so kann ich zumindest auch jetzt, wo ich ohne Zugsicherheitssignale fahre, Zugsicherheitssysteme, meine Güte. Jetzt, wo ich ohne Zugsicherheitssysteme fahre, kann ich zumindest dann auch die schöne Landschaft genießen. Und ich muss nochmal, vielleicht nochmal wieder TXA, beziehungsweise Anti-Aliasing aktivieren. Reaktivieren, nachdem ich es gerade deaktiviert habe, just in case. Wobei vielleicht auch nicht ganz 3 Kilometer, also ich glaube auf geraden Strecke hier eher weniger, aber wir merken schon, wir bei 143 sind wir, naja, bei 143. Wir bekommen sogar nur 250 Punkte. Wir werden nun die Notbremse testen und die wichtigen Schritte durchgehen, die zur Weiterfahrt des Zuges erforderlich sind. Die kritischen Schritte, also stellen Sie zunächst die Zugbremse auf Notbremse und warten Sie dann, bis der Zug vollständig zum Stillstand gekommen ist. Ich würde sagen, da war noch ein Typo drin, also zumindest von dem, was ich gehört habe, das stand dann nicht ganz so. Ja, ja, wann kommt sie? Achso. Stellen Sie die Zugbremse auf Notbremse, okay. Warten wir mal, bis der Zug auch ganz zum Stehen kommt. Hoppla, sorry. Bin ich nochmal wieder gegen den Mikrofon-Dingsbums gekommen. Wunderbar. Als nächstes müssen Sie den Geschwindigkeitsregler auf Aus stellen. Machen wir den Geschwindigkeitswähler auf Aus. Die Bremsen sind noch angelegt und müssen gelöst werden.
stellen Sie die Zugbremse auf Lösen. Natürlich doch. Da haben wir die Bremsen gelöst und danach geht es auch eigentlich prinzipiell schon wieder weiter. Und halten wir in für das Heidenau. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Hauptschalter aufschließen. Aha, okay. Stellen Sie abschließend den Geschwindigkeitswähler auf die angezeigte Geschwindigkeit, um den Zug wieder in Bewegung zu setzen. Selbstverständlich doch. Gut gemacht. Wir können nun unsere Fahrt fortsetzen. Sehr schön. Und wie gesagt, ein Niederau war es. Na dran. Das Au war zu hören, schon mal richtig. Ja, aber geht gut ab. Ne? Also von der Beschleunigung her ist die B143 schon nicht verkehrt. Das war eigentlich auch schon fast wieder auf der Geschwindigkeit, die wir drauf haben müssen. Was soll ein gelbes Signal, aber da, ich gehe mal davon aus, dass wir da nochmal ein rotes Signal haben werden. Bin ja wahrscheinlich kurz hinter Niederau, also nachdem wir beim gelben Signal sind, also danach werden wir ein rotes Signal haben. Mal wieder die TAA wieder aktiviert, eingestellt hier in Transport 2. Interessant, eine Leitplanke, die ja eigentlich eher obere Straße sein müsste. Frage mich, ob das misplaced noch ist oder nicht. Oder ob ich es beim Vorbeifahren einfach nur falsch gedeutet habe. Sagen, gehen schon runter auf 80. Wir brauchen ja eh noch ein bisschen, bis wir dann runtergebremst werden. War zeitlich gesehen sogar gar nicht mal so verkehrt. Und ab jetzt dürften wir eh nur noch 85 fahren, aber. Wir fahren ja jetzt eh gleich in den Bahnhof rein. Ich gehe runter auf 50. Runter auf 20 und so können wir immer noch kommen, gehen. Fahren nochmal kurz mit 60. Und beschleunigen erstmal zum Beispiel mit dem entschleunigen mit dem Geschwindigkeitsregler. Ich frage mich, ob ich den Geschwindigkeitsregler wieder auf 0 mache, ob der dann auch noch weiter bremst oder nicht. Noch mit dem KI-Verkehr. Und das gerade aus dem Augenwinkel ein bisschen wackelig aussah. Ja, ich muss auf alle Fälle hier in die B143, ich kann hier nochmal mit der Bremskurve reinkommen. 478 Punkte. Türen in Riegeln. Okay, wir haben die 2800. Ups, never mind. Ich muss sie erstmal freigeben. Nein, nur links. 2,8 haben wir drin. Das heißt, Goldmedaille für das erste Tutorial ist auf jeden Fall drin. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen. Wunderbar. 443 Einführungen.
bisschen mehr gebraucht als eigentlich vorhergesagt und angegeben. Allein, also schon ohne Fahren, sind wir jetzt hier schon auf Level 3, auch in der B143. Ich habe insgesamt 3166 Punkte. Ja gut, die erste Haltegenauigkeit war gut. Ja, standen aber schon vorher, von daher war es auch nicht ganz so perfekt. Aber 18,8 Meter ist halt nur wieder nicht das Gelbe vom Ei. Dann würde ich sagen, auf zum nächsten. Willkommen zur Lokführerschulung. Hier werden Sie durch den Betrieb eines DB BR 766.2 Steuerwagens geführt. Wunderbar. In dieser kurzen Einführung werden wir über die wesentlichen Fahrsteuerungen und den Fahrgastbetrieb sprechen. Wenn Sie bereit sind, steigen Sie ein, um zu beginnen. Wir sind schon wieder in Dresden. Also das Reingehen könnte jetzt wieder ein bisschen unangenehm sein. Na, passt Wir doch. müssen die Stromversorgung in diesem Fall. Okay, ja. Stellen Sie den Batterieschalter auf ein. Mussten wir in der B143 auch. Nichts Neues. So, Spitzensignale, denn wir fahren ja mit dem. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. Hier werden Sie den Großteil Ihrer Zeit verbringen. Das ist der Steuerwagen. Setzen wir uns hin. So, Spitzensignale auf. Sind sie doch? Hä? Spitzensignale reduziert. Normal reduziert. Okay. Mit dem Richtungswender stellen Sie die Fahrtrichtung ein. Tun wir einfach mal so, als ob wäre das, als ist, ob das nicht passiert wäre. So, das Ganze jetzt auf neutral. Dann warten wir, bis der Luftdruck hoch genug ist. Ich muss eigentlich noch die Türen entriegeln. Beziehungsweise die müssen wir sowieso entriegeln, aber. Nice. Die Geräuschkulisse. Wie still das plötzlich geworden ist. Wir haben es gleich. Komm, auf 5. Komm schon. Nicht hoch genug? Okay. Ich dachte, okay. Ja, jetzt geht doch. Aktivieren Sie nun den Stromabnehmer, sodass er sich hebt und mit der Oberleitung verbindet. Dann heben wir den. Der Zug ist bereit, unter Spannung gesetzt zu werden. Dies wird durch den Hauptschalter gesteuert. Dann heben wir, aber schließen wir den Hauptschalter. Und halten den Oberleitungsstromschalter auf Start. Dann lösen wir die Zugbremse. Und warten erneut, bis der Bremsdruck hoch genug ist. Also, falls es bei euch da nicht weitergeht, einfach die Türen schließen. Rechnen wir da auf vorwärts. Dieser Zug ist bereit zur Abfahrt. Verwenden Sie den Leistungsregler, um Kraft aufzubringen und loszufahren. Schlecht gemacht vom Tutorial her. Muss man einfach mal an der Achten Stelle Sie während der sagen. Fahrt darauf, dass Sie Ihre Geschwindigkeit und die Höhe der Stromzufuhr überwachen. Wenn zu viel Leistung von diesem Steuerwagen angelegt wird, kann dies dazu führen, dass die Fahrmotoren der hinteren Lokomotive abschalten und keine weitere Leistung mehr angelegt werden kann. Dies ist beim Betrieb eines Zuges mit einer BR 146.2 nicht der Fall. Interessant. Interessant, interessant, interessant. So, dann fahren wir auch wieder hier auf derselben Strecke Das Aus. hinaus. Oh, ja. Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen ist wichtig. Falls Sie beginnen, die Begrenzung zu überschreiten, ziehen Sie die Zugbremse an, um ein wenig Bremskraft anzuwenden. Selbstverständlich, aber wir haben ja noch ein bisschen bis Dresden Mitte.
Den dreckigsten Müll sollen wir halten. Wir dürfen 50 aktuell. Gleich nochmal 60 und dann später höher auf 80. Von daher kann ich eigentlich wieder Leistung geben. Wir haben natürlich eine Steigung gerade von 0,6%. Jetzt wieder eine negative Steigung. Deswegen gehe ich jetzt doch lieber wieder mit der Leistung, nehme ich die wieder raus. Hier in der 766.2 ist es natürlich etwas ruhiger als jetzt wie gerade in der BR143. Ein bisschen beschleunigen kann ich jetzt noch wieder auf 60. Danach wieder auf 80. Im späteren Verlauf des Tages wird es dann auch das erste Szenario geben, wo welches das ist, werden wir später in diesem Video sogar noch erfahren. Denn wir überfliegen alle Szenarien, die hier vom Grundgame mitgeliefert sind und auch gegebenenfalls vom... Sie nähern sich nun dem ersten Halt. Wenden Sie ein wenig Bremskraft mit der Zugbremse an, um sanft und sicher zum Stehen zu kommen. Selbstverständlich. Das Problem ist jetzt gerade, dass wir halt so viele Züge, verschiedene Züge fahren und man da halt dann erstmal wieder sich bei jeder Fahrt wieder umgewöhnen muss, wieder in den Bremspunkt, die Bremskurve des einzelnen Zuges ist. War in Ordnung. Aber das war's auch. Bisschen weit weg. Gibt aber immerhin 488 Punkte. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um zu überprüfen, ob es sicher ist, die Türen zu entriegeln. Ja, ist sicher. So, nächster Bremsschlüssel. Türwähler, ups. Links und öffnen. Oh, 50. Ankündigung. Haben wir 50, wahrscheinlich, weil wir jetzt gleich nach links fahren, eventuell. Ich weiß es nicht. Könnte an der Weiche liegen. Es ist Zeit zum Losfahren. Schließen Sie die Türen. Natürlich. Wie oft denn noch? Wir werden nun die Traktionssperre und das Wiederanfahren des Zuges besprechen. Eine Traktionssperre kann auf verschiedene Arten in Kraft treten. Wenn Leistung angelegt wird, während die Bremsen noch angezogen sind, wird die Traktionssperre aktiviert. Ein weiterer Fall, in dem dies geschieht, ist, wenn Leistung angelegt wird, während die Fahrgasttüren noch entriegelt sind. Okay. Um eine Traktionssperre zu simulieren, müssen wir zunächst die Zugbremse voll anlegen. Kriegen wir hin. Als nächstes müssen wir etwas Leistung aufbringen, um die Traktionssperre auszulösen. Die Traktionssperre ist nun ausgelöst worden. Dies wird auf dem HUD durch einen roten Umriss in der Leistungsanzeige dargestellt. Mhm. Um eine Traktionssperre zu überwinden, muss sichergestellt werden, dass keine Leistung anliegt. Stellen Sie den Leistungsregler zurück in die Position aus. Okay. Zum Schluss müssen wir sicherstellen, dass die Zugbremse sich in der Position lösen befindet. Lösen wir die Bremse. Gut gemacht. Die Traktionssperre ist nun gelöst und wir können die Fahrt fortsetzen. Wunderbar. Fahren Sie dieses Mal ohne Führung zum nächsten Bahnhof. Sehen wir mal, wie Sie zurechtkommen. Klingt nach einem Plan. Dann geht es ab Richtung Dresden-Neustadt. Zum Glück kein Fahrplan. Zum Glück keine Fahrplanfahrt. Zum Glück keine Zeit im Nacken.
Mensch, aber ist schon eine schöne Einführung hier mit der ganzen Verkehr, der, okay, tatsächlich, der links und rechts so ist. In Form von S-Bahn-Verkehr, Güterverkehr. Ich bin unsicher. Ich habe es mir jetzt nämlich umgeschwungen von Anti-Aliasing. Was war das? TAA und TXA. Also ich bin jetzt gerade bei TXAA. Oder ob es aus besser ist. I don't know. Aber zum Glück läuft es wieder etwas smoother. Also war schon gleich in Dresden-Neustadt. Da rollen wir einfach weiter, ne? Also ich. Da jetzt noch Leistung zu geben, wir müssen eh gleich halten. Einmal schön von einem Tankwagen. Ne, okay, geht ein gemischter Güterzug. Geholt. Hast du gar nicht Dresden. Hauptort war Dresden-Neustadt. Okay. Den Bremsen anlegen, dann langsam mal reinfahren. Na, der Halt ist doch schon deutlich besser. Gibt es in der Zwischenzeit nochmal TX Anti-Aliasing komplett ausgestellt? War jetzt nur rechts, ne? Ich glaube ja. Sehr schön. Gute Arbeit. Oh, Damit really? wären wir alle Grundlagen zum Acht Betrieb fucking dieses Zuges Punkte. durchgegangen. Okay, never mind. Ah ne, das waren 1500, okay. Forget it, ich habe nichts gesagt. Ja, 7,47 Meter, ist ein. Ist gut, ist gut, ist gut. So, genau. Ich glaube, die 766.2 ist enthalten bei der Main-Spessart-Bahn, wenn ich mich recht entsinne. Das heißt, wenn ihr die haben wollt, dann braucht ihr auch das Main-Spessart-Bahn-DLC. Willkommen zur Lokführerschulung. Hier werden Sie durch den Betrieb eines BR442 Elektrotriebzuges in verkehrsroter DB-Lackierung geführt. In dieser kurzen Einführung werden wir über die wesentlichen Fahrsteuerungen und den Fahrgastbetrieb sprechen. Wenn Sie bereit sind, steigen Sie ein, um zu beginnen. Okay, ich bin wieder zurück zu TAA gegangen. Oh Gott. Maßenfehler. Normalerweise bezieht dieses Fahrzeug über einen Stromabnehmer Strom aus der Oberleitung. Da der Stromabnehmer jedoch gerade gesenkt ist, müssen wir die ersten Systeme durch Anzapfen der Hilfsbatterie mit Strom versorgen. Okay. Hallo. Also halten. Never mind. Lesen kann ich klar im Vorteil. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Oh. Platz. Hier werden Sie den Großteil Ihrer Zeit verbringen. Ja, ich will es auch hoffen. So, Generalschlüssel auf ein. Richtungswende auf vorwärts. Aktivieren Sie nun den Stromabnehmer, sodass er sich hebt und mit der Oberleitung verbindet. Heben. Hauptschalter schließen. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um zu überprüfen, ob es sicher ist, die Türen zu entriegeln. Ja, das passt. Was war hier?
drücken, um die zu entriegeln. Interessant. Okay, und dann das andere wäre dann X oder wie? Nee. C? Nö. Aber Y für links. Okay. Weirde Tastenkombination. Position. Es ist Zeit zum Losfahren. Schließen machen Sie die Tür. Machen wir es einfach mal, auch wenn ich es nicht machen werde. Okay, dieses Fahrzeug verfügt über zwei Bremssysteme. Eine indirekte Bremse und eine Mischbremse, die Teil des Kombihebels ist. Mhm. Wir werden hauptsächlich mal mit dem... Stellen Sie die indirekte Bremse auf Lösen. Diese Bremse wird im Normalbetrieb in der Regel nicht benötigt, kann aber bei Bedarf eingesetzt werden. Und genauso werden wir auch fahren. Lösen Sie abschließend die Handbremse. Die Handbremse. Dieser Zug ist bereit zum Fahren. Oder verwenden Sie den Kombihebel, um etwas Leistung aufzubringen und sich in Bewegung zu setzen. Machen wir doch mal. Hier können wir sogar in der Tendenz 2 können wir das Tempo halten, die ja auch auf der, also in der die BR442 ist ja. Das Ausrollen ist eine Methode, die eingesetzt wird. Sorry. Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen ist wichtig. Falls Sie die Geschwindigkeit überschreiten, ziehen Sie die Bremse ein wenig an, indem Sie den Kombihebel in den Bremsbereich bewegen. Ja, das müssen wir ja nicht. Die Talent. Ach ja, die BR442 Talent 2 ist ja auch die einzige, die man auf der Rapid Transit fahren kann oder konnte, wie auch immer. Ich kenne Rapid Transit ja noch von. Vom Vorgänger. Sprich von Trains in the World oder Trains in the World 2020. Wie auch immer man das bezeichnen mag. Da kann man ja hier den Tempomat anschalten und dann erhöhen auf 120 und dann hält sie die auch. Aber das ist schon entspannt zu fahren. Mehr Tendenz hoch zu fahren ist schon angenehm, kann man nicht anders sagen. Ich merke schon, also das Gute ist, bei Aufnahmen kann ich ja dann auch die Audiospur vom Game leiser stellen. Dann bei Streams muss ich dann definitiv beim Audio-Mixer in OBS Studio dann nochmal hier das ganze Ding einen ordentlichen Batzen nach unten drehen. Aber einen gewaltigen Batzen, aber halt die Games leiser machen. Talent 2 war, glaube ich, recht gut im Halten. Ich meine mich vom Bossen Vorgänger zu erinnern, dass man gut mal 120 oder 160 zum Teil bei einem Kilometer vorher auf der 2er oder 3er Stufe runterbremsen konnte vom Kombihebel. War schon was bei Glaubens. Wie viele Punkte gab es nochmal? 2000, ne? Guck also hier. Was? An einem Ort halten? Bahnhof näher als ich. An einem Ort halten. Wie der Bahnhof näher als ich. Dass er sich nähert, ist klar. Aber wieso sollen wir halten und dann uns nähern und dann halten. Das ergibt ja wenig Sinn. Ah, Sie nähern sich nun Ihrem ersten Halt. Nutzen Sie den Kombihebel, um ein wenig Bremskraft anzuwenden und sanft und sicher zum Stehen zu kommen. Ich verstehe. Also
einfach noch mal ein bisschen mehr rein. Nachjustieren kann man ja immer noch. Ach schon, wir sind ja etwas kürzer. Wir halten ja ganz am Ende des Bahnsteiges. Naja. Können überhaupt welche aussteigen? Die FPS wollte ich jetzt nicht anzeigen, aber okay. Ja. 2 von 3. Wer meckert, der kann gehen. Fast im Sinne des Wortes. Türen verriegeln. Lösen wir die Bremsen. Fahren Sie dieses Mal ohne Führung zum nächsten Bahnhof. Sehen wir mal, wie Sie zurechtkommen. Ein Test der Notbremse wird auf dem Weg durchgeführt. Alles klar, kriegen wir hin. Gar kein Problem. Das sind auch nur 2,5 Kilometer bis Nünschritz. Oder Nünschritz. Und Nünschritz. Ich habe keinen blassen Schimmer. Wenn ihr es besser wisst, könnt ihr mich gerne verbessern. Denn die Namen lieber richtig auszusprechen ist besser als Leute unnötig zu triggern. Es wird nun ein Notbremsentest durchgeführt. Drücken Sie die angezeigte Taste, um die Notbremse zu aktivieren und warten Sie dann, bis der Zug zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie fortfahren. Gar kein Problem. Das wird nicht die letzte Notbremsung sein, die wir heute gemacht haben. Zumindest nicht jetzt bei den ganzen Einführungen in die einzelnen Fahrzeuge. Wir müssen uns aus der Notbremse befreien, um den Betrieb fortsetzen zu können. Stellen Sie zunächst den Kombihebel auf Aus, um sicherzustellen, dass keine Leistung angelegt wird. Ist alles auch recht einleuchtend, würde ich mal behaupten. Gute Arbeit. Sie können jetzt zur nächsten Station weiterfahren. Ja. In der BR442 ist das Ganze relativ simpel. Könnte man behaupten. Und jetzt beschleunigen wir nochmal ein bisschen, aber es ist noch 1 Kilometer von Nünschritz entfernt oder Nünschritz. Ich denke mal Nünschritz, das von dem, was dort steht, wahrscheinlich. Und Nünschritz ohne S. Verschiedene Möglichkeiten, denke ich mal. Aber da jetzt die richtige auf Anhieb zu finden, ist dann doch wieder was anderes. Ich muss auf jeden Fall noch jede Menge auf der Rapid-Schweinestrecke fahren, um wieder in die BR442 reinzukommen. Na. Na. Hätte ich vorher noch besser lösen können für 91 Punkte. Vielleicht brauchen wir 2000? Ich weiß es gar nicht mehr.
Oder warte mehr, ich habe einfach nicht mehr drauf. Ach, das sind einfach zu viele Sachen auf einmal, zu viele Tutorials in einem Stück. Zu viele Fahrten vor allem in einem Stück. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen. Na, wunderbar. Und dann sind wir auch schon auf der Nahverkehr Dresden auf Stufe 4 und auf dem ganz frischen Profil. Mittlerweile schon Level 9. Ja. Knapp. Level 7. Willkommen zur Lokführerschulung. Hier werden Sie durch den Betrieb einer BR-146.2 Elektrolokomotive in verkehrsroter DB-Lackierung geführt. In dieser kurzen Einführung werden wir über die wesentlichen Fahrsteuerungen und den Fahrgastbetrieb sprechen. Wenn Sie bereit sind, steigen Sie ein, um zu beginnen. Natürlich. Normalerweise bezieht dieses Fahrzeug über einen Stromabnehmer Strom aus der Oberleitung. Da der Stromabnehmer jedoch gerade gesenkt ist, müssen wir die ersten Systeme durch Anzapfen der Hilfsbatterie mit Strom versorgen. Dann machen wir es doch mal und halten den Batteriesteuerschalter gedrückt. Der Stromabnehmermodus muss eingestellt werden, bevor er angehoben werden kann. Stellen Sie den Stromabnehmerwahlschalter auf automatisch. Stellen Sie die Außenlichter für den normalen Fahrbetrieb ein. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. Hier werden Sie den großen Ihrer Zeit verbringen. Dann stecken wir den Richtungswender ein. Wenn Strom vorhanden ist, verwenden Sie den Richtungswender, um das Führerpult zu aktivieren und die Multifunktionsdisplays einzuschalten. Wir werden warten müssen, bis die Bremsen genug Druck aufgebaut haben. Hoffentlich mal. Ja gut, wir kennen ja jetzt den Trick. Von dem Problem aus der. Okay, von der BR-766.2. Wenn man das reden kann. Oh, da haben wir schön vier. BR-143. Betätigen Sie nun den Stromabnehmer, sodass er sich anhebt und Kontakt mit der Oberleitung. Mit dem Richtungswender stellen Sie die Fahrtrichtung ein. Natürlich. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um zu überprüfen, ob es sicher ist, die Türen zu entriegeln. Und dann lassen wir die Fahrgäste einsteigen. Es ist Zeit zum Losfahren. Schließen Sie die Türen. Verriegeln nehmen wir die Türen wieder. Wir werden nun die Traktionssperre und das Wiederanfahren des Zuges besprechen. Eine Traktionssperre kann auf verschiedene Arten in Kraft treten. Wenn Leistung angelegt wird, während die Bremsen noch angezogen sind, wird die Traktionssperre aktiviert. Ein weiterer Fall, in dem dies geschieht, ist, wenn Leistung angelegt wird, während die Fahrgasttüren noch entriegelt sind. Um eine Traktionssperre zu simulieren, müssen wir zunächst die Zugbremse auf volle Leistung stellen. Als nächstes müssen wir etwas Leistung aufbringen, um die Traktionssperre auszulösen. Ja, jetzt wo wir hier halt viele Sachen nacheinander machen. Die Traktionssperre ist nun ausgelöst worden. Dies wird auf dem Hard durch einen roten Umriss in der Leistungsanzeige dargestellt. Um eine Traktionssperre zu überwinden, muss sichergestellt werden, dass keine Leistung anliegt. Stellen Sie den Leistungsregler in die Position aus. Da wir ganz so viele Tutorials hintereinander machen, ist es halt klar, dass sich hier einige Sachen wiederholen. Zum Schluss müssen... Deswegen beschleunigen wir das Ganze mal. Die Traktionssperre ist nun gelöst und wir können die Fahrt fortsetzen.
Nehmen wir die Leistung. So, zum Thema, wir können losfahren. Denn die Leistung kommt nicht an, weil das nochmal geschlossen werden muss. Manchmal ist es so weird, aber immer schön, wenn ihr nicht fahren könnt, hier drauf achten. Wir müssen mal gucken, ob der Hauptschalter aktiviert ist oder nicht. So, dann haben wir gleich die 40 erreicht. Das Ausrollen ist eine Methode, die eingesetzt wird, um effizient die Geschwindigkeit zu halten und Motorbelastung und Wartungsanforderungen gering zu halten. Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen ist wichtig. Falls Sie beginnen, die Begrenzung zu überschreiten, benutzen Sie die Zugbremse, um ein wenig Bremskraft anzuwenden. Aber wir halten dann halt erstmal in Weinböder. Gut, jetzt die paar Meterchen noch beschleunigen. Das ist auch Blödsinn, aber wir machen es mal dennoch, zumindest auf 60. Jetzt können wir die Leistung wieder rausnehmen und vielleicht ein bisschen frühzeitiger bremsen, denn nicht mehr ganz auf dem Schirm, aber wieder BF146.2 und bremst. Sie nähern sich nun Ihrem ersten Halt. Nutzen Sie den Kombihebel, um ein wenig Bremskraft anzuwenden, um sanft und sicher zum Stehen zu kommen. Kombihebel? Welcher Kombihebel denn? Bahnhof nähert sich. Oh, bremskurvenmäßig dürfte das mehr oder weniger hinhauen. Vielleicht auch mal ein bisschen nachjustieren oder rausgehen. Ich bin mir noch unsicher. Das könnte sogar komplett gut passen. Wunderbar, eine Punktlandung und ein Punkt daneben. Oh, ich habe vergessen, das Ganze, den Türwähler zu deaktivieren. Lassen wir mal die Fahrgäste aus- und einsteigen. Türen wieder, verriegeln. Und wieder den Türwähler auf. Okay, es geht nur links und rechts. Verwirrend. Ja, Bremse lösen. Und Leistung geben. Bis wir dann den Kursweg halten. Bisschen zu früh Leistung gegeben. Aber ist der Kursweg 4,2 Kilometer. Ich denke mal, wir werden nochmal eine Notbremsung lernen. Fahren. Ich bin echt gespannt, wie die Szenarien so sind. Also, die sind ja auch häufig oder auch manchmal so ein bisschen storybasiert. Und halt auch so ein bisschen, wie kann man das bezeichnen, ein bisschen halt anders als der Szenario, als der Fahrplan halt, wie ein Szenario halt so ist. Gibt es auch so mal die ein oder andere zusätzlichen Assets gibt, manchmal, zum Teil. Ich erinnere da gerne an
die East Coast Way, wo es dann hier da eine Gleisblockade gab und halt dann auch wirklich der Tunnel blockiert war. Bisschen nachjustieren die Bremse. Reinbremsen, damit wir wirklich die 100 bekommen. Ich habe schon wieder nicht darauf geachtet, wie viel zu spät wir jetzt sein dürfen. Wie viele Punkte wir haben dürfen. Brauchen. Und Bremsen wieder lösen. Haben wir gleich hier 120, aber ist ja auch Jacke wie Hose. Dann müssen wir gleich einen Kurs weg. Schön so mit den gefärbten Bäumen hier wieder. Es muss ich härter reinbremsen. Nicht wegen des gelben Signals, sondern schon eher, weil ich vielleicht auch ein bisschen spät angefangen habe zu bremsen, würde ich mal behaupten. So vom Allgemeinen gesehen her. Dürfen wir 120 fahren, müssen wir eigentlich noch weiterfahren? Nee. Letzte Fahrt, letzter Stopp mit der BR146.2. Bremskurvenmäßig könnte das sogar hinhauen. Nee, okay, wir müssen nochmal hier nachjustieren. Nicht ganz so extrem, wobei. Na. 500 Punkte. Sehr schön. Dann Türen rechts freigeben und entriegeln. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen. Sehr schön, auf jeden Fall eine Goldmedaille. 0,101 Meter. Sehr schön. Ja, auch 500 Punkte, ne? Und gut, ne? Hier brauchen wir erstmal gar nicht wirklich drauf eingehen, weil das ist klar, da wird noch weiter steigen. Willkommen zur Lokführerschulung. Hier werden Sie durch den Betrieb einer BR185.5 Elektrolokomotive in MRCE-Lackierung geführt. In dieser kurzen Einführung werden wir über die wesentlichen Fahrsteuerungen und den Frachtbetrieb sprechen. Wenn Sie bereit sind, steigen Sie ein, um zu beginnen. Dann steigen wir mal ein. Normalerweise bezieht dieses Fahrzeug über einen Stromabnehmer Strom aus der Oberleitung. Da der Stromabnehmer jedoch gerade gesenkt ist, müssen wir die ersten Systeme durch Anzapfen der Hilfsbatterie mit Strom versorgen. Der Stromabnehmermodus muss eingestellt werden, bevor er angehoben werden kann. Stellen Sie den Stromabnehmerwahlschalter auf automatisch. Auf automatisch, wunderbar, machen wir. Nehmen Sie auf dem Lokführer. Wenn Strom vorhanden ist, verwenden Sie den Richtungswender, um das Führerpult zu aktivieren und die Multifunktionsdisplays einzuschalten. Wir werden warten müssen, bis die Bremsen genug Druck aufgebaut haben.
Betätigen Sie nun den Stromabnehmer, sodass er sich anhebt und Kontakt mit der Oberleitung aufnimmt. Die Lokomotive ist jetzt bereit, unter Spannung gesetzt zu werden. Ups, nicht hell, sondern reduziert. Dann lösen wir die Federspeicherbremse und... Mit dem Richtungswender stellen Sie die Fahrtrichtung. Dann machen wir den Richtungswender auf vorwärts. Es gibt ein paar Frachtdienste, um die man sich auf dem Rangierbahnhof kümmern muss. Sie haben die Aufgabe, einen Chemiezug zusammenzustellen und vorzubereiten. Die Zugbremse ist das Hauptsystem, das zum Abbremsen des Zuges verwendet wird. Auf Fahren und nicht auf Lösen, okay. Dieser Zug ist bereit zur Abfahrt. Erhöhen Sie die Leistung ein wenig, um loszufahren. Machen wir das mal. Das heißt, wir rangieren jetzt scheinbar ein wenig, okay. Heidewitzka, geht die ab. Das. Ja, halten wegen. Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen ist wichtig. Falls Sie beginnen, die Begrenzung zu überschreiten, ziehen Sie die Zugbremse an, um ein wenig Bremskraft anzuwenden. Wir fahren tatsächlich sogar ein ordentliches Stück. Mit der. Mit der 366? 336? Werden wir auch gleich fahren. Gott. Diese Atmosphäre, als ob gerade irgendwie Insekten in solchen elektrischen Dingern da gebrutzelt werden. Zack, 500 Punkte. Die Kesselwagen sind nun hinter uns. Stellen Sie sicher, dass die Weichen richtig gestellt sind und fahren Sie dann rückwärts, um an die Kesselwagen anzukuppeln. Ja, kein Problem. Wir gehen auf... Also, wir sind im Control. Das wird wahrscheinlich alles schön richtig sein. Wir sind hier. Wir sollen genau die hier ankoppeln. Genau das passt. Dann müssen wir eigentlich nur noch... Schneller kontaktieren. Sollen wir nach reduzierter Geschwindigkeit fahren? Boah, nice. Die Mischung aus alt und neu. Fahren wir mal gemächlich rückwärts. Fahren wir mit 120, wobei, Moment, wir haben eine Länge von 17 Meter. Das heißt, wir sollten 17 Meter vorher dann langsam, so mit 3 km/h oder so, uns dann den Kesselwagen nähern. Oder dieses Gesumme. Also ich hoffe mal, das Gesumme ist nicht die ganze Zeit jetzt da. Also die 20 Minuten Fahrt, die sind dann doch schon ordentlich Gesumme. Und auch, dass es nicht allgemein so ist. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass es so gesummt hat sonst. Und ich meine, die BR185.5 haben wir, glaube ich, gerade. Bin ich schon das ein oder andere Mal auch auf meinen Spessartbahn gefahren. Da hat es nicht so gesummt. Noch ein Stückchen haben wir. Noch ein gutes Stück haben wir sogar.
So, noch 100 Meter. Sehen wir noch mal rein. Und jetzt finalen dürfte das passen. So viel zum Thema. Ein Stückchen müssen wir noch. Dann steigen wir mal aus und koppeln an. Die Kesselwagen nun an die Lokomotive gekuppelt sind, müssen wir sie mit dem nächsten Satz von Kesselwagen kuppeln, um einen kompletten Zug zu bilden. Okay, also wir kuppeln uns jetzt an diese hier an. Ich verstehe. So, Richtungswende auf vorwärts. Bremsen lösen. Und dann wieder Leistung. Aufschalten, nicht allzu schnell, wobei wir können 40. Dann fahren wir auf die 40. Wir müssen ja nicht das hier noch mehr ausreizen. Hoppla, ich hoffe, das vergesst nichts. Ich bin zu schnell. Der Sound, der macht einem ja echt schon ein bisschen kirre, ne? So. Verwunderlich, dass wir... Okay. Ich würde sagen, verwunderlich, dass wir ein grünes Signal haben, aber... okay. Na, immer bei Crossweg auf dem Rennstierbahn und auf dem Nebengleis. Wir haben jetzt aktuell eine Länge von 92 Meter und knapp 200 Tonnen. Ja. Ich glaube, 2000 Punkte brauchen wir für die Level. Wir halten ja jetzt nochmal hier einmal und nochmal. Also wir bekommen auch gute Punkte. So, rückwärts. Wir sollen. Der Weg ist wahrscheinlich frei. Also, das. Ja. Das passt alles 92 Meter. Das heißt, wir sollten so ungefähr. Bei. Ups, falsche Richtung. Wir sollten ungefähr dann. Ja. 300 Meter vorher dann zum Bremsen. Das Bremsen übergehen. Dann wollen wir rückwärts. Wir wechseln das nicht die rechten, sondern die linken, glaube ich, ne? Ich glaube schon. Ja. Ja. Und die Umgebungsgeräusche sind nicht gut gewählt.
Ja, das soll schon passen, glaube ich. Da bremse, wobei, lieber nicht. Lieber gut reinbremsen und dann später nochmal langsam einlocken. Was man von dieser Perspektive. Doch glaube ich zumindest immer noch vom vorderen Punkt. Naja, könnte passen. Und dann rennen wir gleich nochmal nach hinten, um anzukoppeln. Was reichen wird, ich bezweifle es. Ein bisschen Druck setzen können wir, würde ich sagen. Dann gucken wir mich bei ihm an. Nach vorne. Wenn die Kesselwagen auf dem Abstellgleis stehen, müssen Sie sie von der Lokomotive abkuppeln. Klettern Sie jetzt herunter und kuppeln Sie sie ab. Dann lösen wir mal die Waggons in unserem Lok. Gute Arbeit. Das war schon. Wir alle Grundlagen zum Betrieb dieser Lokomotive durchgegangen. 14 Minuten. Nicht 20. Ja, perfekt. Umso besser. Dann wird das Video zumindest nicht noch mehr in die Länge gestreckt. Goldmedaille gab es da auch, wunderbar. Dann gibt es nur noch die BR363 als allerletztes Trainingsmodul. Willkommen zur Lokführerschulung. Heute werden Sie durch den Betrieb einer BR363 Diesellokomotive geführt. Diese kurze Einführung beschäftigt sich mit besonders wichtigen Fahrsteuerungen und Gütertransporten. Steigen Sie ein, um zu beginnen. Dann steigen wir mal ein und nach diesem Tutorial, nach dieser Einführung. Oh, schön, mit schöner Animation. Schauen wir uns dann an, was für Szenarien auf uns warten. Wahrscheinlich noch eine mit der 363, das wird dann nicht in der Strecken im normalen DLC mit enthalten sein. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. Hier werden Sie den Großteil Ihrer Zeit verbringen. Ich erinnere mich so ein bisschen an die Rangierlok. Um das Führerpult einzuschalten, stellen Sie den Generalschlüssel auf 1. Aus Großbritannien die Gong. Damit Treibstoff zu den Motoren fließen kann, muss die Treibstoffpumpe auf 1 gestellt werden. Um die Motoren zu starten, drücken Sie den Motorstartknopf. Um den hydraulischen Antrieb zu aktivieren, muss der Netzschalter aktiviert werden. Perfekt. Drücken Sie den Umschalter, um dies als den aktiven Leistungsregler einzustellen. Okay. Der Richtungswender wird verwendet, um die Fahrtrichtung zu bestimmen. Stellen Sie zum Lösen der Bremsen die Zugbremse in die Position Fahren. Bremse lösen. In dieser Einführung werden Sie Rangieraufgaben wahrnehmen und einen Zug bilden. Okay. Wie im zuvorigen Szenario. Dieser Zug ist nun betriebsbereit.
Der Leistungsregler dieser Lokomotive ist etwas ungewöhnlich. Drücken Sie den Hebel nach vorne, um schneller zu beschleunigen. Und bewegen Sie ihn dann zurück in die Position halten, um die Drehzahl des Motors beizubehalten. Ich verstehe. Dann hören wir mal. Und erreichen den Geschwindigkeit von 12 km pro Stunde. Das Ausrollen ist eine Methode zur effizienten Aufrechterhaltung der Drehzahl und zur Reduzierung der Motorbelastung und des Wartungsbedarfs. Bewegen Sie den Leistungsregler in die Position Leerlauf, um den Motor zu verlangsamen, bis er... Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen ist wichtig. Falls Sie beginnen, die Geschwindigkeit zu überschreiten, ziehen Sie die Bremse ein wenig an, indem Sie die Zugbremse betätigen. Alles klar. Dann fahren wir mal, oder halten, bei der Einfahrt der Chemiefabrik. Wissen können wir das Tempo noch erhöhen, aber lieber nicht allzu viel, denn ich weiß noch nicht ganz genau, wie die 363 bremst. Wie dort die Bremskurve ist. Ja, wir haben knapp 300 Meter Spielraum. Um das herauszufinden. Ach ja, schon schön. Na, optimiert ist es ja nicht wirklich, ne? Wir fahren ja schon ein bisschen durch, so. Also ein bisschen ist gut, ein bisschen sehr. Aber okay, mir soll es egal sein. Mehr oder weniger. Und dann bremsen wir hier. Oh, da fährt ein schöner Talent 2. Lang. Okay, es geht stark bergauf. Ich muss nochmal erhöhen. Damit wir überhaupt auch dorthin kommen. 1,9% Steigung ist ja schon nicht ohne. Ich bin wieder auf rückwärts. Dieser Rangierbahnhof hat Handweichen. Bevor Sie losfahren, müssen Sie diese zu Fuß stellen. Klettern Sie jetzt nach unten und stellen Sie sicher, dass alle Weichen in der richtigen Position sind. Ausgestiegen. Ja, was senken Sie den Kupplungsarm? Okay. Senken wir den Kupplungsarm. Hauen ihn und den uns auch fast vor Latz. Dann schon mal hier hoch. Ach, also super schön mit der Animation, dass man halt auch wirklich animiert da quasi rüberlatscht. Da müssen wir hin und das ist auch schon richtig gestellt und das ist auch richtig gestellt und dann koppeln wir uns hier an die paar Waggons da an. Dann lösen wir die Bremsen. Und rollen. Jetzt sowieso schon, aber erhöhen nochmal die Leistung. Natürlich jetzt nicht allzu sehr, denn wir müssen ja nochmal stoppen. Aber. Ey, der Witz ist okay. Es ging bergab, da war ja was.
Aber schön, so die Chemiefabrik, also man hier auch so ein bisschen mehr. Wobei ich glaube bei Trains im World 2020 gab es ja auch ein, ich glaube, Intermodalgelände oder sowas in der Richtung. Auf der, wie hieß denn das Ganze nochmal? Okay, ich weiß jetzt, was Jan meinte mit schwierig an der Stelle zu meine Bremsen. Wir haben noch ein bisschen, ne? Ja, wir haben noch 3 Meterchen. Passt das? Minimal. Die Bremsen sind noch nicht ganz gelöst, ich merke das. Jetzt, da sie gekuppelt sind, bringen sie diese Tankwagen in den zweiten Satz, um einen Zug zu bilden. Sind wir schon angekuppelt? Faszinierend. Hätte ich hier gar nicht aussteigen brauchen. Dann fahren wir wieder zurück und nehmen noch mal ein bisschen mehr mit. Glaube ich. Vielleicht, eventuell, wir werden es gleich erfahren. Richtung. Ich dachte, ich hätte schon geändert. Auf vorwärts. Aber offenbar habe ich das vergessen. Ich habe mich schon gewundert, warum es rückwärts geht, wenn es doch gar keine negative Steigung gibt. Leistung. Ich glaube, das Szenario, die Einführung dauert jetzt hier wirklich ein bisschen länger. Aber schön, ich bin mal gespannt, was so das eine Szenario, ich gehe mal davon aus, dass es ein Szenario sein wird, nur wird. Und wer weiß, vielleicht setze ich mich auch mit dem Szenario-Editor ein bisschen auseinander und baue dann mal so das eine oder andere Strickchen hier auch mit der 363 und ist ja auch bestimmt kann man auch vielleicht auf anderen Strecken die 363 fahren. Ist ja schließlich keine Nahverkehr Dresden only. Ist wieder mächtig bergauf. Aber auch so für die Abwechslung ist halt auch schön. So, also es gibt ja viele doch schon, also gut, ne, mit der 1.85.5 kann man natürlich auch ein bisschen rangieren, wird wahrscheinlich auch rangier lastigere Fahrten geben, auch im Fahrplanmodus. Aber
Die 363 ist ja doch schon ausschließlich eine Rangierlok, von daher bringt das auch wieder ordentlich Abwechslung mit rein. Wir kommen ja echt gar nicht wirklich hoch, ne? Trotz voller Leistung. Ja, ich... Ja, das ist schon der Wahnsinn. So, wieder auf Leerlauf. Bremsen anlegen. Dann Weiche wieder umstellen. Und das war auch die einzige Weiche, die wir umstellen müssen. Jetzt geht es aber ein ordentliches Stück hier nach hinten. Ein ordentliches Stück. Die Eimer ist mittlerweile in der Länge von 83 Meter. Rückwärts. Jetzt auch wirklich rückwärts. Und nicht so wie gerade eben der Fail mit vorwärts. Und ich brauche nicht mal Leistung geben, ich roll sowieso schon. Aber natürlich gebe ich trotzdem Leistung, damit wir auch die 700 Meter Route schneller hinter uns bringen. Ist das schließlich doch ein Stückchen, was wir uns noch vor uns haben. Ich bin echt gespannt, wie man das Klicken jetzt hört, aber ich glaube, das Klicken hört man jetzt überhaupt nicht. Tastatur hört man noch ein bisschen, also wo hier Mikrofonarm und auch ein bisschen der Popschutz vorne drauf ist, aber eigentlich ist sehr, sehr geil, also schon nice. Gut, ich darf auch nicht vergessen, ich habe jetzt 20 Dezibel leiser, so von Windows her sogar. Ist ja auch noch mit ein. Wann bremsen wir jetzt? Verlieren sie sowieso gerade an Tempo, aber keine Leistung mehr nachgeben. Jetzt. Ja. Wenn ich besser gebremst hätte, hätte der wahrscheinlich sogar ausgereicht. So natürlich nicht. Jetzt muss ich aber wahrscheinlich wieder runterspringen und die ankoppeln, ne, weil... Ja. Dann sprinte ich da mal eben hin. Fast zu weit gelaufen. Auf die Stufe. Ankoppeln. Gute Arbeit. Kuppeln Sie jetzt vom Zug ab und bringen Sie die Lokomotive an ihren ursprünglichen Standort zurück. Na, okay. Dann haben wir wahrscheinlich hier das Ganze... Ja, man kann nicht springen. Haben wir das Ganze für einen Kollegen... Ah, nee. Abkuppeln. Wäre ja auch smart. Das Ganze vorbereitet für einen Kollegen, der... der mit einer
wahrscheinlich vorbereitet, das Rangier, die Zusammenstellung. Um Gottes Willen. Für einen Kollegen mit einer BR 185.5. Ich muss jetzt weiter auf vorwärts. Und dann fahren wir wieder zurück zur Ausgangsposition. Dann haben wir alles an Einführungen in die einzelnen Baureihen hinter uns. Auch wieder ein relativ langes Video. Aber bevor wir das Ganze dann enden, schauen wir nach, welche Szenarien uns erwarten. Klar, 436, glaube ich, Fahrten aus dem Fahrplanmodus. Ich weiß gar nicht, haben wir denn auch noch was? Ja, dann müssen wir nochmal das Gleis halten. Ja, das Bremsen hier ist echt. Das muss man können, ich merke das schon. Oder vielleicht mit der anderen Bremse bremsen, mit der direkten Bremse. Vielleicht ist das ja besser. Wir lassen es erstmal von der Schwerkraft zurückrollen. Und ich bringe es halt nochmal nach rein. Nochmal rein. Und danach. Irgendwas. Irgendwas blockt sich sowieso die Bremsen. Vielleicht jetzt zu starker Aufprall irgendwann mal. Jetzt natürlich nicht, jetzt blockiert es natürlich nicht. Wenn man sich auf blockierende Bremsen einstellt und sie doch nicht kommen. Dankeschön. Jetzt aber wieder rückwärts. Gegenchecken. Zack, passt. Wunderbar, Bremse lösen. Ich halt einfach mal jetzt die Bremse gelöst. Damit wir auch wirklich ankommen und nicht stehen bleiben. Und ich beschleunige nochmal aufs Maximum. Wie gesagt, das Video ist ja schon lang genug. Und ich will auch endlich wissen, was uns erwartet. Und ich bin im Prinzip, oh Gott. Ich bin im Prinzip auch schon wieder eine Stunde drüber. Über die Zeit, die ich mir eigentlich frei halten wollte. Es war so klar. Oh. Ich dachte, wir fliegen raus. Wie nett, dass wir es nicht tun.
Hätte gedacht, der Prellbock ist nicht ganz so stabil. Sehr schön. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen. Das Fahren mit einem BR-363 wird ein Spaß. Achievement unlocked. DRA. Alle Könner. DRA. Ah. Dresden, Riesa. Alles Könner. Oder so. Oder was? Sehr schön. Auch wieder Goldmedaille. Und wir schauen uns jetzt mal an. Die ganzen Szenarien, was uns da erwartet. DRA, warum DRA? Ich weiß nicht warum, aber 0,8% der Spieler haben dieses Achievement. Von daher nehme ich. So. Szenarien. Da haben wir 6 Stück an der Zahl. Einmal. Und damit beginnen wir dann auch beim nächsten, im nächsten Video, was wahrscheinlich heute sogar nochmal rauskommen wird. Also das kürzere Video heute. Und zwar ist das Pischen-Problem. Übernehmen Sie die Kontrolle über einen RE50 und navigieren Sie durch einen Zwischenfall bei Pischen verursachten Stau, um den Zug nach Dresden Hauptbahnhof zurückzubringen. Das Ganze soll 30 Minuten dauern. Eine Schwierigkeit von 2 von 5. Und die Goldmedaille gibt es mit 4100 Punkten. Und wie wir sehen können, fahren wir ungefähr ein Drittel der Strecke. Dann, ach du heiliger Bimbam. Gibt es noch das Szenario hin. Das Ganze mit der BR146.2. Dann gibt es das Szenario hin und zurück. Fahren Sie mit der S1 in der Hauptverkehrszeit von Dresden nach Meißen, während Sie mit verstopften Gleisen kämpfen. Wir fahren dann tatsächlich auch gar nicht bis nach hier oben und so weiter, sondern eher verkehren wir hier im unteren Bereich und halt dann doppelt mit dem Dostos der 766.2. 3 von 5 Schwierigkeit, 80 Minuten soll das Ganze dauern. 9400 Punkte für die Goldmedaille. Dann gibt es auf Abwägen mit dem Talent 2 mit der Baureihe 442. Übernehmen Sie die Kontrolle über eine umgeleitete RB31 und fahren Sie über Radebeul nach Dresden. 45 Minuten soll das Ganze dauern. 3 von 5 Schwierigkeiten, 7300 Punkte für die Goldmedaille. Dann haben wir ein Szenario mit der Baureihe 185.5. Das heißt, im Schlepptau fahren Sie einen Zug mit Lokomotiven, die für eine Inspektion vorgesehen sind, nach Niederau und vermeiden Sie dabei den priorisierten Planverkehr. Diesmal im oberen Abschnitt. 40 Minuten soll das Ganze dauern, 3 von 5 Schwierigkeit, 3500 Punkte für die Goldmedaille. Dann gibt es ein Szenario, was ihr nur habt, wenn ihr die Baureihe 363 habt. Denn dann gibt es das Szenario mit den beteiligten Zügen der Baureihe 185.5 und der Baureihe 363. Bringen Sie mit der Baureihe 185.5 sowohl Ladung als auch eine Rangierlok zu einem Chemiewerk in Nünschritz. Verbesserung gerne in die Kommentare. Liefern Sie dort die Ladung mit der Rangierlok ab und bilden Sie Ihren Zugverband für die Rückfahrt. Chemiewerk heißt das Ganze. 60 Minuten soll das Ganze dauern. 3 von 5 Schwierigkeit, 7000 Punkte für die Goldmedaille. Und dann gibt es noch mit der Bero-Reihe 442, der Talent 2, das Szenario Falschfahrer. Fahren Sie einen Rang Regionalexpress von Dresden nach Riesa, während Sie mit Überlastung und Wartung der Strecke rumschlagen. Und dann fahren wir die ganze Strecke. 60 Minuten soll das Ganze dauern. 3 von 5 Schwierigkeit, 11.100 Punkte für die Goldmedaille. Aber im heutigen Video, heute fahren wir nochmal im späteren Verlauf des Tages mit der Baureihe 146.2 das Szenario, das Pischen-Problem.
Ich hoffe, dir hat dieses lange Video mit den ganzen Einführungen sowohl in die Strecke als auch in die gesamten Baureihen, die hier auf der Strecke befahren werden können, die ich zumindest besitze, gefallen. Und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten Train Sim World 2 Video wieder oder im anderen Video hier auf dem Kanal.